ein Unternehmen in Wien, das für die Mitarbeiter etwas Besonderes sich einfallen hat lassen. Nur leider Gottes, dieses Besondere entspricht halt so gar nicht der Vorschrift. Grüße, Herr Helfried. Ich soll da heute am Betrieb kontrollieren, ob in keinem von den Büros ist irgendwer drinnen. Ach so, vielleicht ist da gleich eine Betriebsfeier. Na, da werde ich Maserl spielen. Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, schön, dass ich Sie heute hier so zahlreich versammelt habe. Ich habe Ihnen eine sehr, sehr gute Nachricht zu verkünden. Die Quartalszahlen, also fürs Vierteljahr, sind sehr, sehr erfreulich. Nun ist mir natürlich bewusst, dass das keine Einzelleistung ist, es ist eine Teamleistung. Wir sind ein Team. Wie die Zahnräder greifen wir ineinander. Das ist aber nicht wörtlich, nehmen Herr Haberzettel. Ja. Wie auch immer, die Geschäftsleitung hat einstimmig beschlossen und eine von unseren 5 Consulting-Firmen hat uns auch noch gleich den Vorschlag gemacht, Ihnen für Ihre herausragenden Leistungen ein Zuckerl zukommen zu lassen. Ach, was sag ich? Zuckerl? Zucker! Moment einmal, soll das heißen, es gibt da jetzt überall frisches Obst in die Büros? Ja. Ja, dauerhaft? Ja. Sind Sie wahnsinnig? Das ist überhaupt nicht erlaubt. Sind Sie von meinem Controlling? Nein, ich bin die Vorschrift. Und Vorschrift ist Vorschrift.